Das zweite Datenset beinhaltet die Scans der Stormannschen Zeitung. Dies war ein Gemeinschaftsprojekt des Stadtarchiv Ahrensburg und des Kreisarchiv Stormarn, die Ausgaben von 1880 bis 1903 zu digitalisieren. Ahrensburg war zu diesem Zeitpunkt eine kleine Landgemeinde mit etwa 1500 Einwohnern, aber prosperierte durch den Bahnanschluss zwischen Hamburg und Lübeck. Die Zeitung zeigt neben internationalen und lokalen Nachrichten auch viele sehr schöne Werbeanzeigen und auch Zeichnungen und Bilder von aktuellen Ereignissen wie der Pariser Weltausstellung um 1900.